Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei unserer Pressekonferenz Kunst und Kultur, unser Koalitionsprogramm. Wer dieses uns ist, wird sich demnächst oder alsbald lüften. Ein Teil dieses uns sitzt hier am Podium. Ich darf vorstellen, Wasilena Gankowska, IG Bildende Kunst, Yvonne Gimpel, IG Kultur Österreich, Harald Huber, Österreichischer Musikrat, Maria Anna Kollmann vom Dachverband Filmschaffende, Ulrike Kuhner von der IG Freien Theaterarbeit, Werner Richter von der IG Übersetzerinnen und Übersetzer. Ich selbst bin Gerhard Ruiz von der IG Autorinnen und Autoren. Diese Einrichtungen haben vor einigen Wochen sich zusammengefunden, um zu beraten, wie wir in die künftigen Sondierungsgespräche, wir nämlich als Kunst- und Kulturszene, in die künftigen Sondierungsgespräche bzw. Koalitionsverhandlungen gehen wollen, mit welchen Standpunkten, und haben dann relativ rasch Programmpunkte herausgefiltert, die für uns gemeinsam wesentlich sind, haben auch noch zahlreiche andere Organisationen und Einrichtungen dazu eingeladen, sich dazu zu äußern, und bis zum heutigen Tag sind es rund 75 Einrichtungen und Organisationen, die sich diesen Forderungen, die wir heute vorstellen, angeschlossen haben. Nicht vergessen möchte ich auch den Kulturrat Österreich, der zwar hier nicht am Podium sitzt, aber ebenfalls wesentlich mitgewirkt hat an der Erstellung und Planung dieses Programms. Zwei, drei Sätze von mir grundsätzlich vorher, bevor ich an die Kolleginnen und Kollegen weitergebe. Worum geht es uns? Es geht uns in erster Linie mal um die Professionalisierung der Arbeitsbeziehungen zwischen der Kunst- und Kulturszene und der Politik. Ich glaube, es ist überfällig, es ist höchste Zeit, dass es einen professionelleren Umgang gibt, als sich den bislang die Politik vorgestellt hat. Das heißt nämlich einen Umgang von Anfang an in unseren Materien. Wir alle hier sind Profis auf unseren Sektoren und wir wissen, was der Kunst und Kultur Not tut oder in der Kunst und Kultur Not tut. Das Zweite ist für uns ganz Wichtige, dass wir rechtzeitig sein wollen, also nicht wie bei der letzten Regierungsbildung, dass wir mit einem fertigen Regierungsprogramm uns auseinandersetzen, sondern dass wir diesmal uns bereits in die Koalitionsverhandlungen einbringen wollen und dass wir uns natürlich deshalb auch rechtzeitig mit unseren Ansprüchen in ein Regierungsprogramm einbringen wollen, zumindest in den 12 zentralen Punkten, in denen wir uns einig sind. Wenn es darüber hinaus mehr ist, nehmen wir das sehr gerne entgegen. Und der Punkt, wo ich etwas sagen möchte, was zum Grundsätzlichen gehört, ist, es geht uns auch endlich einmal darum, die Kunst- und Kulturkompetenzen zu bündeln. Die Kunst- und Kulturkompetenzen sind verstreut. Wir haben das so ausgedrückt, dass wir ein eigenes, eigenständiges Kunst- und Kulturministerium haben wollen. Was es heißt im Konkreten ist, die Kunst- und Kulturkompetenzen sind verstreut. Das Urheberrecht ist im Justizministerium angesiedelt, Künstlersozialrechte, Künstlerinnen und Sozialrechte im Sozialministerium, Auslandskultur ist im Außenministerium angesiedelt. Das alles sind aber Kunst- und Kulturmaterien. Die wollen wir bei uns haben. Weit darüber hinaus sind auch Medien, sind auch Datenfragen, alles mögliche andere, Grundrechtsfragen, Kunst- und Kulturmaterien. Das heißt, überall dort, wo es eigene Abteilungen gibt, wo es eigene Sektionen gibt, kann man die bündeln. Das ist unsere Idee davon. Es gibt, ich sage es auch gleich vorweg, eine Warnung, dieses Ministerium sei nicht stark genug, weil die Budgetzahlen sozusagen es nicht stark genug machen würden. Ich kann nur sagen, dann herrscht endlich auch einmal Kostenwahrheit, wie viel Kunst und Kultur tatsächlich in diesem Land kosten und nicht sozusagen das, was der Kunst und Kultur nachgesagt wird, sie sei zu teuer, sie sei zu aufwendig, sie sei zu kostspielig. Nein, das ist sie nicht. Sie ist allgemein gut. Dringend benötigtes Allgemeingut. Und das alles wollen wir rechtzeitig sagen. So, ich darf nach mir, wir haben uns die Punkte aufgeteilt, die vorgestellt werden. Sie haben das in den Pressemappen sehr knapp zusammengefasst. Ich darf nach mir als Erste um Ihre Stellungnahme bitten, Maria Anna Kollmann vom Dachverband der Filmschaffenden. Bitte schön. Danke. Auch von mir ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Morgen. Unser erstes Thema hier am Podium ist die soziale Lage der Künstlerinnen.
Wie vielleicht etliche von Ihnen wissen, gab es ja 2008 eine erste Studie zur sozialen Lage der Künstlerinnen. Wir haben dann 10 Jahre immer wieder dringend ersucht, ein Update dieser Studie zu machen, was es sich gelungen ist. Und genau, ziemlich genau vor einem Jahr wurde dieses Update dieser ersten Studie zur sozialen Lage präsentiert eben nicht, sondern veröffentlicht. Eine Präsentation gab es leider nicht, obwohl wir uns das gewünscht hätten. Und dieses Update hat ergeben, dass sich nichts, praktisch gar nichts an der sozialen Lage der Künstlerinnen verbessert hat. Wir haben es mit denselben Problemen zu tun. Und gleich ein Hinweis, wir hatten 2008 nach dieser ersten Studie von der damaligen Ministerin Schmidt einberufen, interministerielle Arbeitsgruppen, um zu versuchen, einzelne Problemfelder zu verbessern. Viel ist nicht geglückt, aber einiges doch. Uns fehlt jetzt seither eine Arbeitsplattform, eine ständige, und die wünschen wir uns sehr, dass wir zumindest 4-mal im Jahr tatsächlich über die anstehenden Probleme der Künstlerinnen, neue, alte Probleme, reden und gemeinsam nach Lösungen suchen. Zurück zur Studie. Die Studie ergibt, ich will nur einige wenige Punkte nennen, ergibt den Befund, dass eine akute Armutsgefährdung bei Nettoeinkommen zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Jahr vorliegt. Was natürlich dann in der Folge auch zu einer Gefährdung, zu einer Altersarmut führen wird, ist parallel dazu, haben Künstlerinnen immer größere Probleme, überhaupt in die Arbeitslosenversicherung einbezogen zu werden. Es gibt massive Versicherungslücken. Wir erwarten und sehen auch jetzt schon die ersten Auswirkungen eben mit dieser erwähnten Altersarmut. Und wir haben einen Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds, dieser übrigens der einzige Punkt, der in der Studie als Verbesserung ausgewiesen ist. Und wir geben zu, durch zahlreiche Novellierungen ist da ein recht brauchbares Instrument aus dem Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds geworden. Es gibt jetzt auch seit kurzem oder eigentlich seit 3 Jahren einen Unterstützungsfonds für Notlagen. Das Problem, also Notfälle, das Problem ist auch hier, dass diese grundsätzlichen Notlagen dort keine Berücksichtigung finden, und daher wünschen wir uns dringend eine umfassende Reform einerseits des Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds. Ich sage nur 1-2 Stichworte. Die Grenzen sind sehr eng gesteckt, also was man mindestens und maximal verdienen darf aus künstlerischer Tätigkeit, die würden wir gern ausgeweitet sehen, und es gibt auch einen sehr engen Bezieherinnenkreis. Also nur wirklich Künstlerinnen, es geht nur um wirklich kunstnahe Tätigkeiten. Hier liegt ein umfangreiches Forderungspapier des Kulturrat Österreich vor. Man kann da nachlesen, vieles davon ist sehr schnell und einfach und unbürokratisch umsetzbar. Das Zweite ist, dass Künstlerinnen, auch das stellt die Studie fest, Künstlerinnen immer stärker, und ich spreche ja für den Filmbereich, ich kann sagen, gerade im Filmbereich ist das extrem, und die Studie weist auch aus, dass gerade Filmschaffende sehr lange Zeiten selbstständig tätig sind. Wenn sie ein Projekt vorbereiten, wenn dann die Dreharbeiten beginnen, sind sie angestellt. Sie zahlen also immer doppelt, ohne doppelt was zu bekommen. Diese Vereinbarkeit muss unbedingt irgend verbessert werden oder hergestellt werden, und da gibt es auch schon seit langem Gespräche. Jetzt ist es Zeit und das ist die Chance für die neue Regierung, hier wirklich grundlegend was zu verändern und zu verbessern. Ein großes Problemfeld ist auch die Arbeitslosenversicherung. Wir haben keine Arbeitslosenversicherung für Künstlerinnen, die systematisch für eine durchgehende soziale Absicherung sorgt. Seit 2 Jahren kämpfen wir mit den Folgen der Abschaffung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze, was für viele, auch im Filmbereich sehr stark, was für viele bedeutet, überhaupt keine Anwartszeiten mehr zusammenzubringen, respektive sinkende Arbeitslosengeldleistungen. Und dann gibt es eben jede Menge Zugangshürden, war es vor 20 Jahren noch relativ einfach, eine Anwartschaft zur Arbeitslosenversicherung zu bekommen, ist es jetzt schon kaum mehr möglich. Das heißt, die neue Regierung wird die große Chance haben, die soziale Lage der Künstlerinnen umfassend zu verbessern. Danke.
Ja, danke Mariana Kollmann vom Dachverband Filmschaffende. Zur Frage der sozialen Absicherung und auch der Einrichtung einer ständigen Plattform, einen ständigen Austausch zwischen Vertretungen des Ministeriums oder der Ministerien, wir hoffen eines Ministeriums, mit den Kunst- und Kulturschaffenden. Nächste am Wort ist Vasilena Gankowska von der IG Bildenden Kunst. Bitte schön. Guten Morgen an alle. Ich werde ein paar Worte zur Förderoffensive sagen und zu Fair Pay. Fair Pay oder Pay the Artist Now ist die Kampagne, die IG Bildende Kunst seit einigen Jahren initiiert hat und daran stark arbeitet. Also eine Förderoffensive ohne Erhöhung der Förderbudgets oder zumindest eine Inflationsanpassung, die jährlich stattfinden sollte, ist nicht möglich. Aber das andere, was ganz wichtig ist, ist eigentlich im Wesentlichen österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger klarzumachen, warum Kunst und Kultur oder auf jeden Fall auch die zeitgenössische Kunstproduktion ganz wesentlich zu fördern ist, weil oft habe ich das Gefühl, dass das auch nicht richtig ankommt. Dann haben wir weiterhin eben Politikerinnen, die jetzt neu sind an Bord seit einiger Zeit und denen wir hin und wieder erklären müssen, was überhaupt künstlerische Arbeit bedeutet. Ja, also für bildende Künstlerinnen ist es ja eigentlich der massive Unterschied, dass wir alle ausschließlich selbstständig arbeiten, selten in angestellten Verhältnissen oder in gemischten Verhältnissen, so wie bei Kunst, also beim Filmschaffenden oder im Bereich Theater, darstellende Kunst oder in der Kulturarbeit. Aus diesem Grund auch entsteht auch das Problem mit der Bezahlung der künstlerischen Arbeit. Wie wird deine Leistung bemessen? Wie wird die Leistung bezahlt? Wird das nach Stunden abgerechnet und so weiter? Aus diesem Grund glauben wir in der IG Bildende Kunst und auch unsere Kolleginnen und Kollegen von verbündeten Künstlerinnenvereinigungen, dass es sehr wichtig wäre, wenn es Künstlerinnen oder auch Ausstellungshonorare in Förderbudgets oder in Förderrichtlinien verankert werden, ob das jetzt Prozentsätze werden oder eine fixe Summe als Mindestsatz, ist eine andere Frage. Das wäre ganz wichtig, wenn es um öffentliche Gelder geht, um Vergabe von öffentlichen Geldern, dass das eine Bedingung ist. Es ist jetzt klar so, dass viele Institutionen sich das kaum noch leisten können, auch für Ausstellungen Künstlerinnen für ihre Arbeit zu bezahlen. Das sollte sich aber ändern und nur so können wir zu einer Form von Professionalisierung kommen, die eben am Anfang angesprochen wurde. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön, Vasilena Gankowska, für die IG Bildende Kunst und für uns alle. Als Nächsten am Bord bitte ich Werner Richter um seinen Beitrag. Guten Morgen. Ich vertrete die IG Übersetzerinnen und Übersetzer, das sind die Literaturübersetzer im Lande. Und wir erwarten uns, wenn sich die Nebel dann gelichtet haben werden, von einem künftigen, ja hoffentlich Kulturministerium, also neben all den sonstigen Forderungen hier am Tisch, die wir auch unterstützen, erwarten wir uns vor allem die zügige Umsetzung der im Frühjahr verabschiedeten EU-Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Darüber wurde ja vor einem Jahr viel diskutiert, viel debattiert und gestritten, aber gestritten wurde eigentlich nur um ein einziges Thema, nämlich Upload-Filter. Können Sie sich erinnern? Das war in aller Munde. Was ich überhaupt nicht gehört habe, was ich den Medien etwas vorwerfen muss, ja, dass alles andere, was in dieser Richtlinie enthalten war, da eigentlich nie zur Sprache kam. Und was da enthalten ist und was aber praktisch nirgendwo erwähnt wurde, das waren viele Verbesserungen der Stellung von Urheberinnen und ausübenden Künstlern, die da enthalten sind. Und deswegen haben wir, wie alle anderen Künstlerverbände, diese Richtlinie auch rückhaltlos mitgetragen, trotz Kritik an Uploadfiltern und so weiter. Da findet sich also im Kapitel 3 unter dem schönen Titel Faire Vergütung zum Beispiel der Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung. Das ist Artikel 18. Und dann noch lauter Dinge, die wir seit Jahren fordern. Transparenzpflicht, dass sie also ihre Rechnung offenlegen müssen. Vertragsanpassung, das ist Artikel 19. Vertragsanpassung hieß früher Bestsellerparagraf. Das heißt, wenn mit einem Werk Geld verdient wird, dann soll auch der Urheber, die Urheberin, die das gemacht hat, daran Geld verdienen, mehr Geld verdienen. Und dann gibt es sogar noch einen Paragraph zur Gesamtvertragsfähigkeit von Verbänden. Das fordern wir auch schon die ganze Zeit, dass wir Künstlerverbände für unsere Mitglieder eintreten können, dass die nicht selber vor Gericht gehen müssen.
und sich dann ihre Auftraggeber vielleicht noch verscherzen. Und wir wollen das also bei der bevorstehenden Umsetzung dieser EU-Richtlinie in nationales Recht, die steht jetzt bevor, das muss die nächste Regierung leisten, auf die eine oder andere Art, da möchten wir, dass diese klare Aufwertung der Stellung von Künstlern und Künstlerinnen nicht irgendwie eingeschränkt oder verwässert wird. Das wären aber unser Gegenüber, also das heißt die Vertragspartner, das heißt die Vertreter der Verwerter, das ist die Wirtschaftskammer, oder auch die, leider auch die Vertreter der Konsumenten, das ist die Arbeiterkammer, das werden die garantiert versuchen zu verwässern. Aber Kunst kann ja nicht gratis sein, hallo, ja? Also wir wollen alle von unserer Kunst leben. Ein anderer Punkt ist, was ich kann mir vorstellen, es war mal die Rede vom, wir können es alle erinnern, an die Kärntner Abgeordnete, die in einer Diskussion vor der Wahl ein Ministerium für Kunst, Kultur und Brauchtum gefordert hat. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was gerade uns Literaturübersetzern unter so einem Ministerium blühen würde. Also wir sind ja quasi das krasse Gegenteil der Zielgruppe dieser Brauchtumsmenschen. Also mein Brauchtum ist meiner Ansicht nach eine Geschmacksfrage. Aber wir sind jedenfalls die, die das Fremde, das Ausländische ins Land bringen. Und wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, es war auch früher schon nicht immer so ganz einfach, vor Kulturpolitikern, Ministerialbeamten, damals meist der SPÖ, durchaus liberale, aufgeschlossene Menschen, denen klarzumachen, dass wenn zum Beispiel ein Literaturübersetzerpreis eingerichtet wird, es gibt ja einen Staatspreis für literarische Übersetzung, dass dann der nicht nur für die Übertragung von verdienten, namhaften österreichischen Autoren, Elfriede Jelinek, Musil, Broch, Schnitzler, in alle möglichen Fremdsprachen zu verleihen ist, sondern eben auch für die Bereicherung der Gegenwartsliteratur durch die Übersetzung aus Fremdsprachen ins Deutsche. Insofern wünschen wir uns von ganzem Herzen einen offenen Geist, vor allem in der Kulturpolitik. Danke. Ja, danke Werner Richter als von der IG Übersetzerinnen und Übersetzer. Als nächste im Wort ist die Yvonne Gimpel von der IG Kultur Österreich. Bitte schön. Danke, auch meinerseits einen schönen guten Morgen. Und ich möchte auf die Frage eigentlich zurückkommen, Kulturförderung wozu überhaupt? Weil das wird viel zu gerne vergessen. Es geht um das breite Angebot, auch abseits urbaner Kulturhotspots wie Wien, das wir in den Regionen haben, und Zugänge zu zeitgenössischer Kunst und Kultur. Es geht um dessen Weiterentwicklung und für die Bevölkerung auch hier wirklich eine Nahversorgung zu bieten. Das machen beispielsweise die Hunderten von Kulturinitiativen und Kulturzentren. Und wir sind zu Recht stolz darauf, dass wir so ein breites Angebot haben, aber es wird eben immer vergessen, dass das ohne die vielen Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen einfach nicht da wäre. Und insofern sind sie nicht Bittstellerinnen, noch ungebundene Freivögel, die eine Selbstverwirklichung betreiben wollen, sondern sie sichern dieses breite Kulturangebot und dessen Weiterentwicklung. Und das müssen wir uns einfach immer wieder in Erinnerung holen. Die Frage, die wir allerdings stellen, ist, unter welchen Bedingungen tun sie das? Und hier sehen wir riesige Baustellen und das nicht erst seit Neuem, sondern seit Jahrzehnten eine Art Dornröschenschlaf in der Kulturpolitik, die wir hiermit eigentlich wachküssen wollen. Das ist zum einen die Frage der Planungssicherheit, gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Kultureinrichtungen und Initiativen, die einen dauerhaften Betrieb haben, wissen oft nicht, wird es nächstes Jahr weitergehen oder nicht. Das schafft riesige Unsicherheiten, sowohl was die Programmierung im künstlerischen Programm betrifft, aber auch natürlich für die Mitarbeiterinnen. Haben sie ab Jänner noch einen Job, den sie weiterhaben werden oder nicht? Deshalb fordern wir alle gemeinsam einen großen Ausbau der Mehrjahresförderungen für Kultureinrichtungen, die einen dauerhaften Jahresbetrieb haben. Das ermöglicht diesen nicht nur finanzielle Planungssicherheit, sondern es geht auch eigentlich darum, dass die Mittel damit effizienter eingesetzt werden können. Weil Antrags-, Berichts- und Prüfpflichten binden vielfach ohnehin knappe Ressourcen. Wenn man die jedes Jahr neu aufgehen muss, kann das natürlich nicht in die inhaltliche Kulturarbeit fließen. Und zum anderen ebenfalls die grundsätzliche Frage, unter welchen Arbeitsbedingungen werden überhaupt Projekte realisiert? Und das zentrale Stichwort VRP ist bereits gefallen. Wir sehen hier sehr wohl eine klare Verantwortung auch des Fördergebers bzw. der Fördergeberin, weil es darf denen schlichtweg nicht egal sein, unter welchen Bedingungen die Projekte realisiert werden, die sie unterstützen. Das heißt, wir fordern klare Mindeststandards und Honoraruntergrenzen für öffentlich geförderte Projekte,
Denn dass die Einkommenssituation katastrophal ist, wissen wir aus der Studie zur sozialen Lage. Und bei jenen, die angestellt sind, die ja nicht in der Studie erhoben wurde, auch das muss man immer wieder sagen, sieht die Situation nicht viel besser aus. Da haben wir 8 Euro oder weniger, beziehungsweise wird sehr viel auch schlichtweg in unfreiwilligen Ehrenamt, sprich unbezahlt, erbracht. Das heißt, wir brauchen Kostenwahrheit bei den Förderanträgen und bei den bewilligten Förderhöhen. Und natürlich eine Förderpolitik, die die Einhaltung dieser Mindeststandards für die Einrichtungen und die Projekte auch ermöglicht. Klassische Reaktion darauf ist: gut, könnt ihr gerne haben. Das heißt, wir werden einfach viel weniger Projekte finanziell unterstützen können. Ja. Das, wenn man so argumentiert, dann spielt man soziale Mindeststandards gegen die Vielfalt im Kulturangebot aus. Das heißt, über kurz oder lang wird es natürlich nicht auch ohne Budgetaufstockung gehen. Das ist auch ganz klar zu kommunizieren. Weil sonst haben wir nicht die gleichbleibende Quantität als auch Qualität in diesen Projekten. Momentan wird das aber gefördert. Mit immer weniger Mitteln soll die gleiche Quantität und die gleiche Qualität produziert werden. Das ist logisch schlichtweg nicht möglich. Und budgetär kann man das eigentlich auch ganz gut belegen, wenn man sich die Budgetentwicklung, also die Gesamtausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden in dem letzten Jahrzehnt ansieht, dann haben diese über 100 Millionen Euro an Wert verloren. Das hat natürlich Konsequenzen. Ja. Aktuelleres Beispiel: Kulturinitiativen sind 2018 um 500.000 Euro gekürzt worden. Auch das hat Konsequenzen. Und diese tragen bislang ausschließlich die Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen durch ihre quasi Selbstausbeutung und am Arbeiten am Existenzminimum. Danke, Yvonne Gimpel von der IG Kultur Österreich. Ich habe für mich im Kopf zusammengefasst, wie viele Ministerien in der letzten Legislaturperiode für uns zuständig waren, und bin auf 6 gekommen, ganz schnell einmal gezählt auf 6 in Kunst- und Kulturfragen, und ich halte es für einigermaßen einen Wahnsinn an Zuständigkeiten. Also Bildungsministerium ist zuständig, Sozialministerium ist zuständig, Finanzministerium durch Steuerrichtlinien und Kunst- und Kulturförderung, Spezialitätengesetze, das Justizministerium, Urheberrecht, dann natürlich das Ministerium, das Kanzleramtsministerium in Sachen Kunst und Kultur und das Außenministerium. Also 6 ministerielle Zuständigkeiten ist ein bisschen viel. Das könnte sozusagen, das könnte anders auch gehen und müsste vor allem anders gehen. Das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem wir agieren. So, als Nächste an Bord ist Ulrike Kuhner von der IG Freie Theaterarbeit. Bitte schön. Guten Morgen. Ich kann quasi allen meinen Vorrednern und Vorrednerinnen mich nur anschließen. Es geht nämlich genau darum, zum einen um Fair Pay und das andere natürlich auch um die große Sichtbarkeit. Ich kann nur sagen, grundsätzlich ist es so, die Künstlerinnen und Künstler in diesem Land entwickeln die Ideen, entwickeln die Projekte, reichen dann um Förderung ein und gehen dann quasi in die Realisierung, wenn sie je nach Fördererfolg, der, nachdem wir ja ein Subsidiaritätsprinzip haben, in Wien bei 20% liegt und der Bund dann nochmal mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit quasi subsidiär fördert. Der Fokus sollte auf jeden Fall auf dem künstlerischen Risiko liegen. Gerade in der freien Szene werden die Projekte, werden die Formate, werden die Produktionsbedingungen auch entwickelt, die zukunftsweisend sind für die künstlerische Entwicklung eines Landes. Ich spreche hier für die freie Theaterarbeit. Das ist aber genauso im Bereich der Musik, das ist genauso im Bereich der bildenden Kunst. Immer dort findet tatsächlich das künstlerische Risiko auch statt. Und dieses muss auch unterstützt werden. Und wir stellen fest, dass gerade seit 2017 es eine ganz große Krise gab und eine Veränderung in der Situation, weil nämlich, und da muss ich glaube ich schon sagen, auf Betreiben hin oder auf Wunsch hin natürlich auch mit der Bundesebene hin, große Prüfungen der Gebietskrankenkassen durchgeführt werden, flächendeckend, wo unsere Künstler, die sehr oft als Vereine organisiert sind, um überhaupt förderwürdig, als rechtliche Person förderwürdig zu sein, jetzt geprüft werden, ob sie denn korrekt anstellen, ob sie denn ihre Steuern korrekt abführen, ob sie denn eben richtig beschäftigt, ist ja wurscht. Also es geht so quer durch irgendwie mit den ganzen Prüfverfahren. Das heißt, wir haben diese Doppellast auf diesen wirklich sehr, sehr kleinen Vereinen, die zum einen Kunst entwickeln wollen und genau darum geht es ihnen und auf der anderen Seite aber wie Unternehmer agieren müssen. Und das bringt die tatsächlich in eine unglaubliche Zwickmühle, aus der sie kaum mehr rauskommen. Und gleichzeitig gibt es von der öffentlichen Hand oder gibt es irgendwie auch von Seiten des Bundes, weil das ist Bundesangelegenheit, kaum die Möglichkeit hier in den bereits angesprochenen doppelten Sozialversicherungssystemen, die überhaupt nicht kompatibel sind miteinander,
indem er eben mal angestellt ist für eine Woche oder für einen Monat, wenn es hochkommt, dann wieder selbstständig arbeitet, dann wieder quasi irgendwie als Vereinsobmann, Obfrau, künstlerischer Leiter eines Vereins dafür verantwortlich ist, dass die ganzen mitwirkenden Akteurinnen auch ordentlich beschäftigt sind. Sprich, irgendwie diese Vielfalt der Anforderungen und diese Vielfalt der nicht kompatiblen Versicherungssysteme bewirkt genau das, soziale Unsicherheit, Altersarmut, Prekariat und so weiter und so fort. Und dazu eben noch diese gesamte rechtliche Unsicherheit. Das muss man irgendwie überwinden und wir stellen sehr, also wahnsinnig fest, wie wichtig es ist, hier aktiv zu werden. Wir alleine der IG Freie Theaterarbeit haben seit dem Herbst 2017 25% mehr Mitglieder. Das heißt, die Leute stehen bei uns Schlange, mehr oder weniger, für Beratungen, weil sie sich nicht mehr auskennen in diesem gesamten Dschungel. Wir haben im Jahr 1250 Beratungen. Also das sind tatsächlich mal Zahlen und Indikatoren, wo man sieht, dass hier auf der rechtlichen, administrativen Ebene massiv was zu lösen ist. Und das natürlich zum großen Teil über Geld schon auch zu lösen ist. Ja, danke, Ulrike Kuhner von der IG Freien Theaterarbeit. Vieles ist auch über Gesetze zu lösen. Also die Kompetenzen, die ich angeführt habe, habe ich ja deshalb auch angeführt, weil es gibt ein radikales Missverständnis im Umgang mit der Kunst und Kultur. Sie wird meist auf die Frage der Förderungen reduziert, die übrigens auch ich eher als Investitionen sehen würde, die sich sehr wohl amortisieren für die Republik Österreich. Eine österreichische Regierung ist auch gesetzgeberisch tätig und greift in vielen Fällen eben gesetzgeberisch ein und macht damit Kulturpolitik. Also beispielsweise eine Mehrwertsteueranhebung für Kunst- und Kulturschaffende von 10% auf 13% ist Kulturpolitik. Das ist nicht nur eine Finanzmaßnahme und anderes in dieser Art mehr. Das heißt, dass andere Ministerien machen sehr wohl über die Gesetzgebung Kulturpolitik. So, ich war eine kleine Überleitung zu Harald Huber vom Österreichischen Musikrat. Bitte schön. Der Österreichische Musikrat ist eine Dachorganisation, vertritt rund 350.000 Musikschaffende in ganz Österreich. Österreich ist ein Kulturland, Österreich ist ein Musikland. Ich erzähle Ihnen drei Kurzgeschichten dazu. Erstens Professionalisierung der Arbeitsbeziehungen. Seit 2014 haben wir im Bildungsministerium im Bereich kulturelle Bildung keinen Ansprechpartner beziehungsweise Ansprechpartnerin. Die Strukturen, die wir bis 2013 aufgebaut hatten, wurden im Wesentlichen zerschlagen. Das heißt, also eine der wesentlichsten Forderungen ist es, im Bildungsministerium die Zuständigkeit für kulturelle Bildung neu zu regeln und auf Beamtenebene jemanden zu haben, der auch wirklich mit uns zusammenarbeiten will. Zweitens, im Lehrplan aller Volksschulen, Mittelschulen, Oberstufen, Gymnasium ist die Musik natürlich enthalten. Das heißt aber nicht, dass dieser Musikunterricht auch tatsächlich gehalten wird. Wir haben im Bereich der Volksschulen ein großes Manko, eine wirklich dramatische Situation, dass eben viele Volksschullehrerinnen und Lehrer musikalisch nicht entsprechend ausgebildet sind, sodass sie auch Musikunterricht halten können. Wir fordern daher, dass in allen Volksschulen, Mittelschulen der Musikunterricht zumindest lehrplanmäßig von qualifizierten Fachkräften angeboten wird. Diese prekäre Situation kommt noch einmal gefährdet. Wir haben im Bereich der Musik sogenannte Fachinspektoren. Da kann man jetzt über den Titel sprechen, also Fachkoordinatoren ist eigentlich die Aufgabe. Die sollen schrittweise nun abgebaut werden. Das ist aber ein Schritt in die genau verkehrte Richtung, weil sie auch die Aufgabe haben, die Beziehung zu den Musikschulen herzustellen.
Und wir haben im Bereich, und das ist auch schon der dritte Punkt, der Musikschulen einen großen Zustrom in Österreich. Also das ist ein absolutes Erfolgsmodell. 200.000 Schülerinnen und Schüler sind derzeit in Österreich in Musikschulen. Das ist ungefähr so viel wie in den AHS. Da haben wir auch ungefähr 200.000. Und die Musikschulen scheinen in keiner Bildungsstatistik auf. Deren Bildungsleistung wird bis heute nicht wirklich anerkannt. Das heißt, erstens Ansprechpartner im Bildungsministerium, zweitens den Musikunterricht wirklich lehrplanmäßig, flächendeckend und auch in den Ausbildungsinstitutionen zu ermöglichen, drittens die Bildungsleistung der Musikschulen entsprechend anzuerkennen. Wenn in den öffentlichen Schulen, da haben wir alle Kinder und Jugendlichen, zumindest bis zur Erfüllung der Schulpflicht. Das heißt, das ist eine ganz große Chance. Aber das muss natürlich noch weitergehen. Talente, die wir entdecken und die dann auch an den Kunstuniversitäten ihre Ausbildung machen, müssen auch weiterhin gefördert werden. Daher haben wir in unserem Papier, das in der Mappe auch beiliegt, natürlich auch noch zum Beispiel den Punkt Musikwirtschaft und Musikexport. Wir fordern, dass Export Music Austria, dass es eine Budgeterhöhung gibt und dass der österreichische Musikfonds auf 3 Millionen Euro aufgestockt werden sollte. Ich hatte das Vergnügen, jetzt beim Internationalen Musikrat in Paris oder jetzt vergangene Woche in Finnland bei der WOMEX zu sein. Und um noch einmal auf das Ministeriumsthema zurückzukommen, selbstverständlich war in Paris die Kulturministerin von Kroatien, sie werden ab 1. Jänner den EU-Vorsitz übernehmen, präsent und hat sich als Ansprechpartnerin und als kompetente Ansprechpartnerin gezeigt. Und auch natürlich in Finnland bei der World Music Expo war die finnische Kulturministerin präsent und hat dokumentiert, wie wichtig ihr diese Initiativen für ihr Land sind. Selbstverständlich sind wir, was der Kollege schon angesprochen hat, auch sehr wesentlich für die entsprechende Umsetzung der EU-Richtlinie im Zusammenhang mit Urheberrecht und Internet. Und was auch noch nicht angesprochen wurde, wir legen großen Wert, dass die beiden UNESCO-Konventionen zur Vielfalt, also die UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt und die UNESCO-Konvention zum immateriellen Kulturerbe, entsprechend im nächsten Regierungsprogramm nicht nur vertreten sind, sondern auch Maßnahmen zur Umsetzung präsentiert werden. Fürs Erste, danke. Ja, vielen Dank, Harald Huber. Sie haben, glaube ich, jetzt so ziemlich alle Programmpunkte referiert gehört, manche nur gestreift, manche vertieft. Einer ist mir noch wichtig jetzt, nachdem die UNESCO-Konventionen schon angesprochen worden sind, zuletzt einer ist mir noch wichtig, der auch eine Erfahrung der letzten Legislaturperiode ist. Es geht uns natürlich auch um die Meinungsvielfalt, um die Medienvielfalt, um die Meinungsfreiheit, um die Medienfreiheit. Und zwar nicht nur in allgemeiner bekenntnishafter Form, sondern ganz konkret. Es wird sicher der ORF reformiert werden. Die Pläne waren ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch jedenfalls intern bekannt. Es wird wahrscheinlich eine neue Regierung wieder an einer ORF-Reform arbeiten. Es wird eine neue Regierung an einer Medienförderungsreform arbeiten. Davon gehen wir aus. Und es wird eine neue Regierung auch ihren Umgang suchen und finden mit den kommerziellen privaten Medien und mit den nicht kommerziellen privaten Medien, also mit den gemeinnützigen Radios oder Lokal-TV-Stationen, die mit uns hier mehr oder weniger auch am Tisch sitzen, ohne dass hier persönlich jemand heute vertreten sein kann. Es ist natürlich auch nicht einzusehen, dass man den kommerziellen privaten Sektor in seinen Fördergeldern erhöht und die nicht kommerziellen Medien hinten lässt. Also deren zentrale Forderung ist die Verdoppelung ihres Budgets von 3 auf 6 Millionen, was sehr einleuchtend ist, wenn man weiß, dass es für die letzte Regierung keine Schwierigkeit dargestellt hat, die kommerziellen Medien deutlich aufzustocken. Das heißt, dass auch diese Forderungen im Detail werden von uns unterstützt. Und damit wir kein Regierungsprogramm überfordern,
Das darf ja ruhig ein paar Seiten haben im Bereich Kunst und Kultur. Das letzte hatte das. Es darf auch ein paar Seiten mehr haben. Es darf viele gehaltvolle Seiten mehr haben. Haben wir das alles sehr kompakt gesagt, in 12 Punkten, in 4 Vorpunkten. Die brauchen, glaube ich, nur eine Seite oder 1,5 Seiten. Sie sind ganz leicht unterzubringen im Regierungsprogramm und enthalten unglaublich vieles für eine Kulturpolitik, die auch eine Kulturpolitik sein möchte. Das heißt, wir haben das ja auch nicht aus Jux und Tollerei so zusammengefasst, sondern wir haben es zusammengefasst, weil wir feststellen mussten, dass es einen unglaublichen Stau gibt, und zwar auf allen Sektoren, und Sie haben es ja gehört, und daher einen entsprechenden Verbesserungsbedarf. Sie hören nur, haben nur ganz wenig von dem gehört, was alles dringend ansteht, und einiges ist natürlich auch schon in Vorbereitung gewesen, in der letzten Legislaturperiode und liegen geblieben. Das heißt, eine neue Regierung wird ganz schnell ganz viel Handlungsbedarf haben und vielleicht nicht mehr aufgehalten werden durch eine durch einen EU-Ratsvorsitz und ähnliche Dinge, sondern sich ganz und gar unseren Anliegen widmen können. Das wollen wir jedenfalls, das beanspruchen wir jedenfalls. Es möge die Übung gelingen. Vielen Dank für Ihr Kommen.